Ja, ich muss mich nochmal bevor das Video beginnt, einmal sagen, sorry für die Tonaufnahme, da scheint wohl ein Hall irgendwie dazwischen zu sein. Wie man jetzt merkt, ist er weg. Ja, irgendein Gerät war noch zusätzlich eingeschaltet und deswegen hört man nicht mich da jetzt doppelt. Kann ich jetzt nicht ändern. Ja, das Tutorial kann man halt nur einmal machen. Und ja, trotzdem, egal, sorry dafür und ja, schaltet dann übermorgen, also morgen wieder ein bei Great und ja, viel Spaß mit dem Video. Mit der Unterhaltungskunst lange wart her, dass wir mal was gemacht haben. Warte mal, ich mach mal das richtig. Und ja, heute zeigen wir Arena Breakout Infinity oder Infinite oder was weiß ich, wie das heißt. Und das ist ein Tarkov für Dads oder Familienmitglieder, ja, die nicht so viel Zeit haben, in ein Spiel reinzustecken. Und es gibt viele Quality of Life Sachen, die es einen halt einfacher machen, den Content fortzuschreiten. Und es gibt auch kein Vibe, so dass man dann halt ja mehr oder weniger den High-End-Bereich leichter erreichen kann als in Tarkov, wo immer ein Vibe gibt, alle halbe Jahre oder auch nicht, und man wieder von Null anfängt. Und ja, uns ist das top und macht Sinn, das Spiel auszuprobieren. Und ja, ich probiere das aus, werde regelmäßig was hochladen jetzt wieder. Wir hatten ja lange drauf gewartet und ja, deswegen schauen wir uns dann mal an. Ich würde sagen, wir würden mal dann schon mal die Zähne wechseln, so, ja. Und dann gucken wir uns das mal an. So. Hier ist schon wieder was ganz anderes. Auf Mausrad überprüfe, wie viel Munition im Magazin ist. Werde ich schon hier in Einsatz geschmissen oder was ist los? Schleichen. Ah ja, okay. Ramona TV. A Sumac convoy in Kimona was hit by a car bomb. The North-South Railway running through Morelos was the target of yet another strike. Tavila doesn't have the capability to maintain peace on the peninsula. The recent attack won't impact Project Gunyear in any way. Also ich weiß auch nicht, wie viele Leute ich aufnehmen kann, ne? Weil, ich habe noch Spätschicht. Also wenn ihr das Video hier seht, bin ich arbeiten, ja. Also ich lade das gleich hoch. Habe ich heute fertig gemacht, am 13.8., ja. Und, ich bin halt arbeiten, sozusagen, ne. Oh, kann ich, steige ich direkt hier in die Action ein. Ja, geil. Ach so, ja gut, das ist dann hier wie bei Tarkov. Mittlere Maustaste ist Kopf bewegen. Machen wir mal die DPI ein bisschen runter, ne? Okay, C ist das. Rook, fire on my order. Fire. Ja, doch, kann man spielen. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Mausrad ist gar nichts momentan. Nach Beute suchen. Okay, das ist sozusagen das Tutorial hier. Okay. Zack. Was ist das hier? Das ist eine Einerweste. Okay, die brauchen wir nicht. Hier können wir was durchsuchen. Ist nichts drin. Okay, mit F können wir da drüber rüber switchen. Let's keep moving. Knight, give us a sit rep. Area secure. Also grafikmäßig ist das auf jeden Fall sehr gut. Ja, also man kann hier auch, denke ich mal, leichter Gegner erkennen vom Weiten als in Tarkov, weil das halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, heller ist. Ja, heller, abendfröhlicher sozusagen. Da gibt es immer noch Camper und so, die sieht man dann nicht, ne, ja. Aber ja, das ist ja hier, ne. Let's wrap up before we attract more attention. Hopefully they're just deserters. If they came from the fort in the northeast. Eine Kiste. Oh, die nehmen wir mit. Und eine Munition, die ist lila. Das ist auch ein Unterschied zu Tarkov, ja, das,
die Munition angezeigt wird. Gold ist, glaube ich, High-End. Lila ist okay, also ist eine gute Munition. Und Grau ist halt schlecht, ne? Ja. Okay. Regen gibt es auch, sehr interessant. Ist aber allerdings nicht so laut wie in Tarkov. Ne? Let's keep moving. Quick. Ist ja geil gemacht hier, ne? They probably put them on alert. Weapons hot. Ach, mit T kann man Laser anmachen. Also Batman lassen sich sehr gut spielen, also. Ja, kann man nicht sagen, also so kann er ruhig weitergehen hier. Und wo ist der Kollege hier? Da. Halte ich die Sachen auch, wenn ich sie mitnehme? Wäre die gute Frage. Single-Feuer ist natürlich vom Vorteil hier. Wow. Was ist los? Kann ich nicht leben hier? Ah. So geht das hier. Hat aber lange überlebt hier, der Kollege, oder? Kann das hier auch? Aufrollen, genau. Hier, zack. Und dann hat man so einen kleineren Rucksack. Dann hat man mehr Platz. Finde ich auch nicht schlecht. Schalten, okay. Oh, ich glaube, ich muss hier rein, ne? Ja, und man sieht halt seine Teammitglieder auch anhand der, so wie es hier auch zu sehen ist, auch, und man hat auch eine Map sogar, ja, wo man Sachen markieren kann und so, ne? Wo man die Ausgänge sieht und die Missionen sieht. Auch nicht schlecht. Lass mal das erstmal hier. Lauf mal hier mit. Motel, okay. Ursprünglich ist das ja ein Handy-Game. Rook, clear the second floor. Knight, Bishop, alternate cover. I'll bring up the rear. Das Auto ist auch geil, auch die Effekte hier, guck mal. Das ist richtig gut gemacht hier, hör mal. Ja, doch. Ja, doch, am Anfang, wenn man jetzt hier Vollauto macht, zieht die ein bisschen hoch, ne, die Waffe. Hier ist eine Kiste, guck mal. Eine Kiste! Ein Schalldämpfer für SKS, sehr gut. Könnten wir doch hier dran machen, ne? Ja, guck mal da, so mal. Ist hier jemand noch? Guck mal, wie geil das gemacht ist, wie ein Tarkov. Die Effekte, sehr gut, das gefällt mir schon mal.
Ja, ist halt diese Rotzmunition, ne? Ist halt hier BP-Munition, ne? On my mark. Warte doch mal, ich bin noch nicht so weit. Na, der hat keine Munition. Tun wir die mal weg. Das Team ist voll. Ja, ich hatte testweise mal das Handyspiel gespielt, ne? Und, oha, können wir die SKS nochmal umbauen? Und die Mission ist genau gleich hier, die am Anfang, die Mission. Ajax. I know him. Ausweis. Let's go. Oh, hier ist noch eine goldene Kiste. Nahkeim. Drum Mag. Oh, ein Tresor. Oh, eine Golduhr. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So, ja. Hier ist noch eine Jacke. Können wir auch noch looten. Aber ist gut gemacht, finde ich. Also, guck mal, die quatschen sogar. Zur Zeitüberbrückung, weil der Typ hier looten muss ohne Ende. Keine brauchbaren Magazine gefunden. Nicht genug Platz, ja. Also PP ist auch eine gute Munition scheinbar. Stufe 3, Penetration 31. Basisschaden, oh doch, das scheint schon echt eine gute Munition zu sein. Wir können wahrscheinlich nicht nachladen, weil das Magazin hier ist. Wir müssen das hier oben in dem Rig reintun, dann geht das auch. So, wie man hier sieht. Und jetzt ein Schuss PZU-Munition. Oh. Ich muss schon sagen, richtig geil. So, jetzt kommt ein Hinterhalt, Vorsicht. Ja, ja, wie bei der beim Handyspiel, ja, weil ich dann halt mal nicht weil er halt so lange gedauert hat, dass dann alles rauskommt. Mein Gott, ich krieg immer weniger Haare, meine Freunde. Ja, so ist das nun mal, wenn man halt wird. Ja, wir wurden alle hier überfallen, unsere schöne Uhr ist leider weg. Ja, das war's in Carmona. Das war sozusagen das Tutorial, wo man ein bisschen die Steuerung lernt und sowas alles looten. Also, so, jetzt können wir uns hier daran machen. Wir behalten auch direkt den. Das passt. Das passt. Haare, ja, habe ich so Haare. Weiß ich nicht, ob es sowas hier gibt. Nee, gibt's nicht. Na, lass mal das so. Name. So kann man sogar hier. Ändern. Ja. Ja, ich muss meinen Namen ändern, ne? Ein bisschen, ja, weil das. I'm Joel, your instructor. I'm going to help you get acquainted with this place. Spielmodus. Extrahiere und bring deine Vorräte raus. Betritt die dunkle Zone und sammle Vorräte auf. Exzeltiere. Ja, das ist halt das, was unser Ziel ist, ne? So, ja, wir haben das jetzt hier alles. Ausrüsten. There was an operator who didn't make it out of the farm. His stuff is yours now. Ach so, mein Zeug wurde doch rausgeholt. Es gehört mir. Okay. The dark zone is easy to enter, but hard to leave.
Here's a list of equipment and supplies you'll need to bring with you. Die Mehrwaffe ausrüsten, ja. Einen Helm, ja, machen wir mal. So, eine Schutzweste. Welche Klasse hat die denn? 3, okay, das ist für den Anfang wahrscheinlich auch gut. Ist doch eine Schutzweste. Achso, ja, mit Brustpanzer ausrüsten. Meinen die jetzt mit dem Rig? Ach, das nennen die Brustpanzer, okay. Das ist eigentlich nur ein Rig. Und das ist ein Panzer, würde ich sagen. Na, egal. Leg mal eine Szene in deinen Brustpanzer. Das ist doch kein Panzer, Jungs. So. Nehmen wir mal ein bisschen Rotzmunition mit. Kopfhörer haben wir keine. Verbandskasten. Verband. Verbandskasten, was meinen die damit? Ja, da wird auch dann angezeigt, was man so braucht hier, ne, an Medic-Zeug. Das hier ist zum Leben heilen. Also um die Lebenspunkte aufzumachen. Verband, um verletzte Körperteile abzubinden, die Blut verlieren, ne, damit man kein Blut verliert. Und Schmerzmittel ist halt, um den Schmerz zu unterdrücken, den man dann hat. Ja, man braucht dann eine Waffe, Magazin, Munition. Munition ist immer das Wichtigste. Also immer die beste Munition mitbringen, nehmen, ne? Hier in dem Fall lila ist eigentlich schon sehr gut. Dann gibt es, glaube ich, noch Gold und graue Munition. Die ist natürlich schlecht und eine Waffe macht halt nur das aus, dass, ja, mit der richtigen Munition, ne? So, und ja, wir haben dann hier noch einen Schutzhelm und eine Weste, 3 Rig für die Magazine, sonst kann man nicht nachladen oder man tut die in den Gürtel rein da, ne, und einen Rucksack für den Loot. So, wir haben aber keinen Gürtel, ne. Ein Sirpkur-Container haben wir auch nicht. So, wir sind immer noch im Tutorial, das heißt, wir machen heute erstmal so ein kleines Tutorial und dann den Raid heute Abend und das kommt dann auch erst morgen das Video online. So. Das hier ist die Schnellleiste, da können wir das dann mal reinziehen. So, interessant auf jeden Fall, sieht sehr gut aus. Und dann machen wir nochmal. Wenn wir verstärken, verlieren wir natürlich alles, das ist das Konzept. Und das sollte man dann auch wirklich so hinnehmen. Ja, es gibt verschiedene Zonen, ne? Sperrzone. Ab Stufe 12, auch hier auf Stufe 12 und das ist der Schießplatz. Ja. So, Farm, das ist so die Anfangsmap, ne, die, wo man am Anfang immer so ein bisschen trainiert und gegen schwächere Spieler und Gegner trifft. Die High-End-Gegner werden dann irgendwann mal auf den anderen Modis spielen, wo es dann besseren Loot gibt. Aber da sind dann natürlich auch Spieler drauf, die dann auch Stufe 5 und 6 Rüstung haben und modifizierte Waffen und sehr gute Munition, ja. Also kann man da dann später auch drauf und da es ja kein Vibe gibt, hat man all die Zeit, das Spiel zu spielen und man gerät nicht ins Hintertreffen. So. Wir sind jetzt hier drin und können uns jetzt hier frei bewegen und man kann es hier jetzt markieren. Hier sieht man dann die Ausgänge. Hier brauchen wir 15.000 Coin, um da rauszukommen. Und hier Infiltrierung ohne einen Rucksack. Also können wir hier rauskommen. Also ohne Loot quasi. Machen wir mal halbautomatisch.
Guck mal, da ist ja auch schon wieder eine Kiste. So, ich kenne mich mit dem Spiel auch nicht so gut aus. Ich habe das zwar ein bisschen schon gespielt auf dem Handy, aber das ist Katastrophe mit dem Touchscreen. Das habe ich dann auch irgendwann wieder aufgegeben. Also das hier ist jetzt die Map Farm. Gehen wir mal hier in den Gebäude gucken. Da sieht man auch oben den Punkt. Waffenhandling ist top, also zumindest im halbautomatisch. Single Fire. In Automatik geht die Waffe natürlich dann steil nach oben. Nehmen wir das mal mit. Was ist das hier für eine Meste? Jo, hier sieht man dann halt, die ist grau, ne? Das ist dann halt nicht so eine gute Munition. Die hat dann nur 13 Penetration, das heißt, man kommt schwer durch Rüstung durch. Und ja, Stufe 1, ne? Das ist halt dann halt nichts so Besonderes, die Munition. Und da muss man dann halt gucken, wenn man die erstmal spielt, dass man Kämpfen eher aus dem Weg geht oder halt erst Gaps umnietet mit Kopfschüssen. Oder eher auf Kopf zielt, da vielleicht dann ein bisschen mehr Erfolg hat, ne? So ist das Konzept halt. So, hier runterspringen sollte man auch nicht, sonst bricht man sich die Beine. Da kann man direkt schon wieder was verwenden von seinem Heilzeug, ne? Hier sind meistens auch immer viele Gegner. Also Scapes und sowas alles, ne? Das ist auch schon angezeigt, dass es hier gefährlich ist. Movement ist auch ganz anders, etwas schneller, ne? Man bewegt sich hier nicht so langsam wie im Tarkov. Das ist ja dann schon mal auch wieder was ganz anderes. Sehr gut, Computer. Du hast das gut gemacht. Oben haben wir auch noch Taschen. Ja, gut. Hab ich jetzt nicht gesehen. Er ist auch hier fleißig am Looten. Oh, da brauchen wir ein Lagerhaus bis Stall. Okay, das sollten wir uns vielleicht merken. Wenn wir so einen Schlüssel finden für Stall, hier ist der Stall auf jeden Fall. Ja, das sieht auch aus wie ein Stall. Wir nehmen das erstmal alles hier mit, können wir noch versilbern. Ist aber ganz schön fleißig am Looten hier, ne? Ey, klau mir nicht alle Sachen, Kollege. Ist das hier kein NPC? Ist das ein Spieler oder was? Sieht so aus, ne? Also wenn das ein NPC wäre, das wäre ja hier ein Fortschritt von 100 plus, aber ich glaube, das ist auch nur ein Spieler. Also, sieht zumindest so aus hier. Das scheint hier alles wegzulooten. Ja. Wäre ungewöhnlich, wenn das jetzt ein NPC wäre. Oder werden wir hier schon ein Match geschmissen? Ich habe keine Ahnung. Rennen tut man auch nicht so schnell, das finde ich sehr gut, oder? Kann man nicht schneller rennen hier? Oder ist das alles? Schuss.
keine Ahnung, von wo der Schuss hier kam. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind, ne? Ja, sehr gut. Oha, da haben wir schon mal gute Munition gefunden. Gut, mit dem Mausrad kann man, wenn man zielt, die Entfernung ändern, die die Waffe ausgerichtet werden soll. Auch sehr gut gelöst. Da muss man nicht großartig irgendwelche Nummern drücken. Nehmen wir mal mit, 40 Schussmagazin, das ist schon nicht schlecht. Das können wir mitnehmen. Immer eins freilassen, das können wir nicht nachladen. Man kann nämlich auch hier sehen, wie viel wert das ist. 2000, weil die da lassen. Weil die 3000 lieber mit. So. Wieder nur Magazine. Man findet hier mehr Magazine als alles andere. Sehr warm hier gerade bei mir im Raum. 2000, 700, 600. Verwenden wir das mal hier. Hier ist unser Kollege, der da rumläuft. Der Sound ist auch sehr gut. Man hört genau, wo die Leute sind, ne, wenn die laufen. Wir hören natürlich jetzt nicht so gut, weil wir haben keine Kopfhörer auf im Game. Ja, da kann man nämlich noch ein bisschen besser hören. Das passende Magazin ist sowieso leer. Toiletten gibt es gewöhnlich eigentlich nichts zu looten. Hier sind wieder Kisten, da ist nichts zu looten. Wieder eine Pistole.
Oh, Goldmunition, sehr gut. Siehst du, das ist schon mal hier eine sehr gute Munition, die wir gefunden haben. Gehen natürlich nicht alle Loot-Spots hier, ne? Wir können uns das auch nicht alles angucken. Muss man immer nach und nach machen, seine Routen planen. Und dann kann man immer nach und nach alles abklappern und kennenlernen. Man wird nicht schaffen, die ganze Map zu looten. Man muss sich das halt alles angucken und die Loot-Spots merken. Und ja, man sieht auch oben links den Timer laufen, ne? Man hat nicht viel Zeit. Zielen kann man auch nicht unendlich, da geht die Leiste auch weg. Schon richtig viel gelootet, du. Wieder eine Knarre. Wieder nur Munition gefunden. Haben wir hier Goldmunition? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Ah, ist auch nichts Besonderes. LP-Munition vielleicht noch mitnehmen als Ersatz für die SKS. Ein Gerät. Wie viel ist das wert? 4000. Nehmen wir mit. Kollege will raus, okay. Will er schon raus? Ein bisschen gucken noch hier was. Und ganz wichtig, man darf auch keinen Gear haben. Klar, das gehört mit dazu, aber es bringt ja nichts, die besten Sachen da immer ins Stech zu lassen und wird nie benutzt. Oh, Signalstörer über 7000. Okay. 1000. Tun wir diese billige Munition weg. Und den hier rein. So, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen genug gelootet und werden jetzt mal langsam zum Ausgang laufen. Hat das ja schon markiert, glaube ich, ne, oder? Will hier raus. Okay. Mal gucken, ob das geht, weil das ist ja nur gelb hinterlegt. Ansonsten müssen wir zum grünen Ausgangspunkt laufen. Ist auch das Haus da, genau wie im Handyspiel. Also die Map ist alles gleich. Habe ich jetzt auch nicht alles angeguckt. Ja. Aber hier ist immer viel Action los. Hier in dem Bereich. Komm, ach, im Haus war schon einer. Okay, dann brauchen wir da nicht reingehen. So, wie sieht's aus? Jetzt wäre es schon vorbei. Können wir wahrscheinlich nicht hin, dann müssen wir hier rein. Oder wir gehen hier runter raus. Komm. Da ist näher dran. Da ist unten so ein Berg runter. Da bin ich auch immer rausgegangen. Gehen wir hier raus. Da haben wir schon ein paar Sachen gelootet. Erstmal für den Anfang. Das sollte reichen. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch noch richtig guten Loot findet. Weil das ist ja sozusagen wie so eine Anfänger-Map. Wo dann die High-End-Spieler eigentlich gar nicht mehr so drauf gehen später. Da oben ist noch eine Fabrik, da kann man auch noch gute Sachen finden in den Büros oben. So, wir sind 70 Meter entfernt. Meistens sind da auch immer Gegner. Das ist der rote Rauch. Da muss man dann sich reinstellen und dann extractet man quasi mit den Klamotten. Ne? Also die man gesammelt hat. Dann ist man safe. Ja? Da muss man noch warten, bis der Timer abgelaufen ist. Aber wir können vorher noch hier looten.
Hier ist auch ein Spawn übrigens, ne? Hier kann man, hier spawnen Spieler. Nicht genug Platz. Komm, wir droppen das mal hier. Und gehen mal in dem Haus nochmal hier rein, bevor wir rausgehen. War ja offensichtlich auch keiner drin. Klebeband. Toilettenpapier, wie viel ist das denn wert? 700, der hat gerade liegen lassen. ja, okay. Ich glaube, das war es hier schon von dem Haus. Mehr gibt es hier nicht. Ja, man findet halt nicht nur Gutes, ja, hier in der Map. Dann gehen wir mal raus. Ja, das war es so. Das war schon mal der Raid so für den Anfang. Wenig Action ist natürlich jetzt hier, glaube ich, nur ein Tutorial größtenteils. So, jetzt kommt hier der Beutewert. 116.000 haben wir gesammelt, 5 Kills gemacht. Agenten haben wir keinen eliminiert, Spieler. Ja, das war so der Raid. Das ist so jetzt das Interessante gewesen. Und ja, wir werden dann das nächste Video dann nochmal veröffentlichen. Hier, guck mal, hier sehen wir sogar den Weg. Safe geöffnet. Das ist ja interessant. So sind wir gelaufen. Okay. Überlebenszeit 17 Minuten, haben wir uns Zeit gelassen, wie immer. Kampfbericht. Hier sieht man dann auch, wen wir getötet haben. Oh, das ist sehr interessant. Also richtig gut gemacht. Also das ist schon... Da haben sie sich dann echt Mühe gegeben hier. Man hat man auch sofort freigeschaltet. Man kann sofort die beste Munition kaufen, sofern man denn auch genug Geld hat. So, ja. Season 0, ja, und Seasons gibt es auch. Es gibt auch einen Season Pass, wo man dann einen Secure-Container hat und all solche Sachen. Und ja, den Rest schauen wir uns dann nächste Mal an. Du kannst sogar was einfordern. Nehmen wir, sehr gut. Ich werde mir das hier alles nochmal angucken in Ruhe und dann die nächsten Raids kommen dann morgen. Heute ist das hier online. Und ja, ich hoffe, das hat trotzdem Spaß gemacht und dann sehen wir uns auf jeden Fall ja wieder. Ne? Also wie immer einschalten. Auf Wiedersehen.